Und schön, dass ihr am Start seid. Wieder aus dem Saarland, wieder aus Wendel, wieder zu unserer Trilogie, wo wir die besten Spots im ganzen Saarland abgrasen. Und dieses Mal die Legende, warte mal, ich vergesse den Namen hier schon wieder. Die Legende, Pascal Thome, hat wieder eine Empfehlung rausgehauen. Zum besten Döner, 2022 ausgezeichnet, dem Keko-Döner. Die besten Döner im Saar- und Pfalzkreis. Also wirklich, das Ding muss knallen. Und da ich ja jetzt endlich mal im Saarland bin, will ich auch alle Empfehlungen hier durchballern. Dann sind wir jetzt, glaube ich, auch bei unserem dritten Video hier angelangt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich jetzt eins abgedreht und der Pascal hat abgeliefert. Also Pascal dafür Ehrenbruder. Haut auch euer Kommentar rein. Gerne einen Daumen oben reinknallen für den Support. Ja, dann sehen wir uns jetzt beim Keko-Imbiss und hoffen auf einen legendären Döner. Ich wollte mit Auto fahren. Ahmed besteht darauf, dass wir zu Fuß gehen, weil er gerade, sag ich mal, auf... Kann ich dir jetzt sagen, Ahmed? Nein, ne? Aber er achtet gerade so ein bisschen. Jetzt gehen wir da zu Fuß hin, zu guten Keko. Was mich gewundert hat, auch im Kommentar stand drin, Gyrosspieße da drin. Das hat mich ein bisschen gewundert. Das hier im Saarland ist echt bergig, Mann. Also man merkt, St. Wendel ist eine kulinarische Hauptstadt quasi hier. Wir haben hier noch einen Spot in St. Wendel. Den Chicken-Profi aus dem Saarland. Und wer es nicht wusste, seitdem bei Mario Basta nicht mehr lief im Trash-TV im Fernsehen, hat er hier Versicherung aufgemacht. Da ist der Keko, sieht für diesen Grieche aus. Guck mal, da war der Keko vorher, jetzt ist der Keko hier oben drin. Hat sich weiterentwickelt. Moin Chef, kann ich dich schon mal fragen, das soll der beste Döner im ganzen Saar- und Pfalzkreis sein, Auszeichnung sogar. Können wir hier ein, zwei Aufnahmen mitnehmen? Wir sind von YouTube-Team. Kommst du rein oder fragen ein anderer Chef? Hier, das? Ach du, sieht aus wie ein alter Grieche. War das ein alter Grieche hier? Nee, ne? Eine Wirtschaftskneipe, ne? Gut, dann gucken wir mal drin einmal nach, ne? Alles klar. Oha. Das sieht ja aus, als wäre das eine alte Kneipe. Ja, habe ich mir gedacht. Oh, da ist die Auszeichnung, oder? Ah, Keko Bistro. Oha, ausgezeichnet, ja. Ich merke das. Von Jessica. Macht ihr den Spieß selber? Nee, von Firma. Ah, was ist das? Ein ganz normaler Kalbspieß? Das ist Schweinefleisch. Ach, das ist Schwein sogar? Ja. Bei euch in Hamburg. Ehrlich, Schwein? Schwein und wir haben Hähnchen. Das andere ist Hähnchen? Ja. Ah, und dann kommt Kalb noch, oder? Nee, wir keine haben. Ihr habt nur Schwein, ne? Deutscher Kalb, wir haben. Deutsches Kalb, ne? Oh, das ist ja verrückt. Ja, muss ich probieren. Schmeckt prächtig, aber es schmeckt echt nicht wie Schwein. Die Gewürze werden sein wie normal vom Döner. Bei euch kein guter Döner. In Hamburg ist schwierig. Soße. Die Soße ist bei euch auch, ne? Und was ist bei euch? Bei uns ist Mayonnaise. Mayonnaise? Ja, ganz anderes. Also ich finde das hier ganz interessant, wie ich jetzt auch schon höre, ne? Andere Soßen hier. Mit Schweinefleisch ist das Ganze, ne? Aber man muss dazu auch sagen, die Gewürze sind wie vom normalen Döner. Das heißt, Leute, ich schwöre euch, es schmeckt nicht wie Gyros, es schmeckt wie ein normaler Hähnchen-Hybrid-Spieß, sag ich mal. Auf keinen Fall nach Schwein. Hättest du es nicht gewusst, Ahmed, du wärst hingegangen, hättest nicht gefragt, hättest ja auch nicht gedacht, dass das Schwein wäre, hättest du gegessen, optisch, ne? Man sieht es ja auch, man erwartet das auch. Das heißt, man sieht es nicht, erwartet es ja auch gar nicht, ne? Ja, da wäre ja dir auch nichts vorzuwerfen. Wenn du das jetzt gegessen hättest, du hättest nicht gewusst, da rechnest du nicht, dass hier. Natürlich nicht. Aber, froh, dass es nicht geschehen ist. Nee, wir machen es kurz und tragisch. Wir holen einen Schweinedöner. Hast du auch Schwein gegessen? Ach du, das ist kein Schwein, ne? Boah, wild. Boah, Leute, was kommt auf uns zu? Gyrosspieß gewürzt wie ein Hähnchenspieß. Und was, oh, seid gespannt. Ich bin heiß wie Frittenfett. Chef, hast du schon mal den Schweinespieß probiert hier? Nein, ist nur Hähnchen. Ist nur Hähnchen? Oha. Du kannst bitte alles drauf machen, aber keine Tomaten. Wie immer, ja? Ja, so wie er sonst auch macht. Bin Stammkunde. Ganze Liebe in Hamburg, oder? Ja, da die Ecke. Nee, jetzt. Nee, ich bin Bayern-Fan tatsächlich, Bayern München. Ja, weil ja, kannst ja kein HSV-Fan sein, ne? No hate, ne? Du musst aber.
Danke, mein Lieber. Wir gehen draußen, also wir müssen mal draußen verköstigen. Also Leute, der Haram-Döner hoch 10. Schmeckt kein Stück nach Schwein. Ja, ne? Also selbst das Kraut hat so ein bisschen dieses Gyros-Feeling. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es hier eine kleine Stadt ist und vielleicht niedriger Ausländeranteil wird das vielleicht gefordert, dass die Leute das so kennen, Schwein, Gyros-Spieß eher. Und das gerne essen. Es hat, wie gesagt, also dieses Kraut, ich muss irgendwo sagen, tut mir leid, es schmerzt die muslimischen Brüder wahrscheinlich sehr im Herzen. Aber es hat geile Vibes mit diesem Krautsalat. Erinnert halt an das klassische Gyros, bockt schon. Dicke Packung Salat, aber geil. Das passt auch nicht zu dir, dass es Schwein ist. Ich bock mich auch nicht. Ich bock mich wirklich nicht. Ich werde das hier schnell hinter mich bringen, das Thema. Ich werde denen gleich direkt das Feedback und euch auch das Ergebnis mitteilen. Nehme ich euch schon was voraus. Ich muss meine Abneigung Schwein gegenüber, weil ich esse auch nicht gerne Schwein, muss ich ausblenden, das sage ich jetzt schon mal. Hat einen ganz minimalen Schweinebeigeschmack gehabt, so im Nachgang so einen leichten Peak. Sag ich mal, wenn du es nicht weißt, hättest du es nicht gemerkt. Ich werde mir die Jungs zur Brust nehmen und werde ein paar Worte sprechen. Also eins, bevor jetzt die Bewertung kommt. Das kommt bei mir in kein Ranking rein, sondern das ist einfach so gesondert Geschmack, ne? Weil es ist einfach kein Döner, auch wenn sie es Döner nennen oder Drehspieß. Ich kann es in keine Bewertung bei mir reinpacken. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Jetzt geht es rein in den Laden. Darf ich eins dazu noch sagen? Ja? Ich finde es schon krass, dass es Schwein ist und es trotzdem Drehspieß nennen müssen. Das hat nichts damit zu tun, dass das kein Kalbsfleisch ist. Das hat damit zu tun, dass da so wenig Fleischanteil drin ist. Ist und wahrscheinlich so, ne? Klar, du musst ja irgendwie, ich glaube, 60% oder 70%, ich weiß es nicht, Leute, musst du Fleischanteil haben und dann darfst du es Döner nennen. Und wahrscheinlich hast du deshalb auch nicht das Schwein geschmeckt, weil einfach so viel Brot, Semmel, Brösel, genau. Wasser. Alles. Ne? Wobei, es waren viele Schichten, das sah für mich eigentlich nach viel aus, aber die Tatsache spricht dagegen, ne? Drehspieß. Oh mein Lieber, da sind wir. Ich komm mal kurz rüber zu dir einmal. Oder können wir hier hin? Ja, alles klar. So, Chef, also, wir haben probiert. Also, erst muss ich sagen, wirklich gewagtes Ding mit einem Schwein. Ne? So, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber denkst du dich, es wäre besser, das wirklich Gyros einfach zu nennen? Gyros wird mal griechisch. Griechisch, ne? Das ist griechisch. Auch Gyros, Schwein. Also, wenn man den hier bestellt, wie heißt das? Drehspieß. Schweinedöner oder Schweinedöner? Ja, Drehspieß, sagt die Schweine oder die andere. Okay. Okay, erstmal sehr, sehr interessant. Ich möchte zum Geschmack ein Feedback geben. Geschmack hat mich positiv überrascht, sag ich dir wirklich. Das ist die höhere Sitz, die muss man nicht die Döner nehmen. Ah. Da haben wir Drehspieß. Okay, okay. Ja gut, das ist ein Drehspieß. Geschmack hat mich positiv überrascht. Ich würde dir tatsächlich für den Geschmack, ich mache Deutschland meinen besten Läden, ne? Gebe ich dir eine 7,6 von 10 Punkten. Das ist stark, ne? 7,6 von 10. Mit dem Kraut hatte ich wirklich auch diese Gyros-Vibes, Gyros im Brot. Und geil mit dem Salat, viel Salat, Soßen waren gut. Fleisch habe ich nicht mal geschmeckt, das Wein war, wie gesagt, schmeckt wie Hähnchenhybrid. Ein bisschen kalt drin. War eine gute Sache, war eine gute Sache. In dem Sinne, Leute, für die deutsche Community, hier kannst du geilen Döner snacken, so vom Geschmack her, ne? Dann sage ich euch, danke fürs Zuschauen, lasst gerne den Daumen oben knallen, lasst einen Kommentar da, was ihr zu der ganzen Thematik sagt. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, ne? Kannst du einmal, alles klar,